Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Farming Simulator 22. Ja, nachdem wir im letzten Stream erfolgreich dann doch noch den Auftrag abschließen konnten und ihr mir wieder eine Menge beigebracht habt, vielen Dank dafür. Ja, geht es jetzt an den nächsten Auftrag, den ich ja schon angenommen hatte. Feld 70 düngen ist das Nachbarfeld von dem, was wir jetzt hatten. Sind auch irgendwie 8 Hektar. Ich bin mal gespannt. Ich lasse mich mal überraschen, wie das jetzt hier wird. Ich habe den Düngerstreuer jetzt hier mal komplett aufgefüllt. Und ja, schauen wir mal, dass wir das hier so weit hinkriegen. Ne? Irgendwie wird das schon klappen. Ist natürlich recht teuer, den Dünger da zu kaufen, aber gut. Wird schon. Wir fahren jetzt einfach mal hier hin. Feld 70 ist jetzt hier direkt nebenan. Ich fahre einfach mal hier rum. Gar kein Problem. Und ja, dann wollen wir mal losdüngen. Ne? Ich habe mal geschaut wegen dem Gewächshaus. Ich weiß nur noch nicht, wo ich das bei mir hinstellen soll. Ich habe keinen Platz irgendwie dafür. Da muss ich mal gucken. Stört mich ein bisschen. Ich weiß nun absolut nicht, ja, wo man das am besten platziert. Und was ich auch mal geschaut habe, ich weiß ja nicht, was so Felder kosten hier, ne? Wie findet man das heraus? Also, wie kann ich so ein Feld kaufen? Das habe ich irgendwie noch nicht hingekriegt. Da könnte ich mir auch noch mal helfen irgendwie. Kann ich jetzt eigentlich, ja gut, okay, ich habe ja eh kein Dings an, ne? So, das müsste Feld 70, ne, halt falscher Dings. Genau, Feld 70 muss gedüngt werden. So, zack, und ich würde sagen, so. Düngerstreuer senken und anschalten und losfahren, bevor wir hier den ganzen Scheiß hier über rausschleudern. So, dann machen wir hier das Feld düngen. Das dürfte ja relativ zügig gehen, hoffe ich zumindest mal. Ich bin nur mal gespannt, wie viel Dünger wir jetzt hier wegpumpen. Da lasse ich mich überraschen. So, auch 8 Hektar großes Feld, kein Problem. Ich versuche mich mal hier irgendwie an den Lücken hier zu orientieren, wo ich ungefähr lang fahre. Kriegen wir schon irgendwie hin. Schauen wir mal. So, Fuhre 1 und abschalten. So, jetzt müssen wir hier rüberfahren. Und jetzt, Moment, zack, Wachstum, Bodenbeschaffenheit. Ah ja, hier, da, gedüngt. Warte mal, wie konnte ich denn jetzt hier, also genau. Ah ja, okay. So, ist nur mal, ja, müsste so von der Breite her passen, ne, denke ich mal, oder? Lass mal eben schnell schauen. Ne, ich kann noch ein Stück rüber. Sind ja 42 Meter Breite, ne? So müsste hinhauen. Ja, so dürfte gehen. So, dann auf geht's. Einmal anschmeißen wieder und Vollgas. Orientieren wir uns hier an der Linie. Versuchen die mal beizubehalten. Ja, das müsste eigentlich recht flott gehen, ne? Hoffe ich zumindest mal. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht so viel Dünger verballere. Da bin ich mal gespannt. Weil das haut ja schon richtig gut rein, ne? Muss man ja dazu sagen, wenn ich jetzt sehe. 14% Dünger sind jetzt schon raus.
Naja, schauen wir mal. Ich habe 3 Big Bags gekauft. Eins habe ich jetzt noch da stehen. So, das sollte reichen erstmal. Und wir schauen mal. Jawohl, das hat gut funktioniert. Ja. Ja, so. Pi mal dicker Daumen müsste hinhauen wieder, ne? Und nochmal schauen. Ah, ich kann noch ein Stück. So ungefähr. Ja, so müsste passen. Nice. Und an und Vollgas. So. Schönes Screenshot machen. Läuft auch. Und wir fahren durch das Feld. Wie ein Harry. Ah, so dürfte hinhauen, ne? Okay, Düngen ist jetzt so eine Aufgabe, die kriege ich auch komplett alleine hin. Ole, ole. Und das gibt, ich weiß jetzt gar nicht, 11 oder 15.000. Na ja, gut, okay, wenn wir jetzt noch die Dingens abziehen, den Einkauf von den Mineralien, von dem Dünger. Ja, passt schon. Aber ich glaube, wenn ich mir das so angucke jetzt hier gerade, ich glaube, ich hätte mir ein Big Pack sparen können. Ich bin mir noch nicht sicher, aber es könnte eventuell. Naja, egal. Schauen wir mal. So, wie sieht's aus? Jawohl. Sehr gut. Ja, das gefällt mir. Also 42 Meter Breite ist schon echt heftig, ne? Muss man ja dazu sagen. So, und auf geht's. Ab. So. Und zack. Haben wir einen Screenshot. Sehr schön. Finde ich gut, dass das so recht zügig geht. Ne? Einfach hier drüber ballern und ab dafür. Was mich halt auch an dem Felder kaufen interessiert. Also A, schon mal natürlich klar. Was kostet so ein Feld? Und B, ich will ja Kohle machen. Ne? So, und ich habe direkt nebenan bei mir habe ich noch ein Feld. Da wollte ich mal gucken, ob ich das kaufe. Ich habe irgendwie nicht rausgefunden, wie man das macht. Ich habe überall mal drauf gedrückt und gemacht und getan, aber irgendwie habe ich nicht hinbekommen, da irgendwie die Info zu bekommen, möchtest du dieses Feld kaufen oder, keine Ahnung, Angebot haben oder wie auch immer. Da habe ich nichts gefunden. Also wenn ihr mir das nochmal gerne in die, oder bitte in die Kommentare schreiben würdet, wäre ich euch sehr dankbar. So, nochmal schnell schauen. Ich muss hier mal. So. Ja, ich würde sagen, 50% haben wir geschafft, ne? Ungefähr. Sieht gut aus. Und wir haben noch gar nicht so. Ja, das. Also ich glaube, wir könnten mit dem Dünger hinkommen bei dem Feld. Sehr schön. Würde ich feiern. Das würde ich richtig feiern. Hätten wir auf jeden Fall ein bisschen was gespart. Naja, wir schauen mal. Wird schon irgendwie. Ja, und dann habe ich noch ein Feld säen.
Ich glaube, das waren 6 Hektar oder sowas von dem Feld. Müssen wir dann auch noch machen. So, mein Raps und so weiter, das wächst und gedeiht auch. Habe ich gesehen. So. Mal gucken. Und Bams. Jawohl. Ah, wir können noch ein Stück rüber. Also dürfte passen. Und Vollgas. Und Vollgas, wir fahren über die Felder und hauen den Dünger auf den Boden. Mein Gesang ist schon wieder gruselig. Das liegt daran, weil wir so früh am Morgen haben. Es liegt daran, weil ich hier singen kann. Ich es aber immer wieder tue. So, schön wäre, hier gibt es ja auch Radio im Auto, würde ich schon sagen, im Traktor. Aber kann ich ja leider nicht anmachen. Darf ich ja nicht. Na egal. So, und auch hier sind wir durch. Zack. Ja, ich glaube, das sieht ganz gut aus. So, dann hier. So, Pi mal dicker Daumen. Da haben wir dann doch eine Bahn irgendwo verkackt. Mist. Das erste Mal. Na egal. Passiert. Müssen wir nochmal am Ende noch irgendwo nochmal drüber fahren. Oder die sagt so von wegen, ja, ist gut, passt. Dann nehmen wir das auch. Das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen, ne, würde ich sagen. Naja, gut. Ist halt, man sieht's halt nicht, ne? So, und nächste Bahn geschafft. Zack, so. Aber viel ist nicht mehr. Hoppala, Entschuldigung. So. Aha, guck an. Ja, eine Bahn müssen wir da irgendwo nochmal so ein bisschen ankratzen. Wahrscheinlich. Und Vollgas. Ja, cool, da kommen wir ja mit dem Dünger hin. Das ist ja nicht schlecht. Das ist sogar richtig gut. Habe ich sogar noch ein bisschen Dünger für mich übrig. So. Hier wird es langsam kriminell. Ich will hier nicht in den kleinen Fluss reinfahren. Bach. Fluss. Ist eher ein Bächlein. So. Schnell nochmal Kontrollblick. Schon wieder eine Bahn verrafft. Oh, jetzt wird es aber kriminell. Naja, gut. Das ist nicht so gut. Naja gut, wir schauen mal. So, ja, ist halt ein bisschen blöd, dass man es halt nicht so sieht, ne?
So. Jetzt die Frage, müssen wir noch auch nochmal? Ja, ne? Wahrscheinlich. Ne, das ist gut. Okay, warte mal. Der Auftrag ist wo? Ah, der gilt schon als abgeschlossen. Ja, dann. Stand das denn jetzt oben da oben schon? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Warte mal, dann können wir das Ding heben. Dann brauchen wir auch nicht mehr zu machen. Ne? Wenn er abgeschlossen ist, ist er abgeschlossen. Ja, sehr schön. Gefällt mir. Nice. Haben wir das auch erledigt? Ja, läuft doch. Wir haben einen Auftrag innerhalb einer Folge geschafft. Yeah. Muss man auch was mehr hinkriegen. Vielmehr muss ich erstmal hinkriegen. Aber das ist schon mal gut. So, warte mal jetzt. Wie komme ich jetzt hier wieder zurück? Hier lang, ne? Nee, oder? Nee, hier lang hätte ich gemusst. Ich will jetzt erstmal noch das. Ist das sinnvoll? Ja, können wir machen. Wir holen das eine Big Bag noch ab, was da noch beim Händler steht. Besser ist das. Das holen wir doch eben. Dann haben wir das am Start. Und dann passt das. Und dann können wir das Feld. Ich habe keine Ahnung, welches Feld das ist. Aber auf jeden Fall das andere Feld noch düngen. Müsste ja dann eigentlich auch recht zügig gehen. Hoffe ich. Und dann schauen wir mal. Jetzt stelle ich mir nur die Frage. Was für ein Säen. Die Saatmod müsste ich mir doch theoretisch auch kaufen, oder? Saatgut. Müssen wir mal gucken. Werden wir rausfinden. Wollen wir mal ordnungsgemäß blinken. So. Und jetzt hier. Oh. Oh, da muss ich ja mal erstmal niesen. So. Uiuiui. So, warte mal. Wie geht das jetzt hier? Ah, hier, L3. So, rein mit dem Stuff. Und auch das hier noch rein. Jawohl, sehr schön. So, und dann stellen wir das Ding wieder bei uns ab. Und holen uns mal den Dünger, die Sämaschine. Wobei, ich habe ja nur eine kleine Sämaschine. Das dürfte, ja gut, das könnte dann doch ein bisschen länger dauern. Naja, schauen wir mal. So, was haben wir denn jetzt noch hier? 2114 Liter Dünger haben wir noch. Ja gut, passt doch. Das passt doch. Ich muss noch den Auftrag abschließen. So, zack. So, und zwar wollte ich das Feld, was da hinten so weiß ist, das wollte ich mir mal anschauen. Ob ich mir das sneake. Aber ich habe nicht rausgefunden, wie. So, abkuppeln. Zack, jawohl.
So, und hier. Na komm. Ran damit. Jawohl. So, okay. Dann wollen wir mal schauen. So, den können wir abschließen. Der ist fertig. Jawohl. So, und jetzt hier Feld 68. Was sollen wir denn da drauf sehen auf dem Feld? Gerste. Gerste. Aha. Jetzt ist nur noch die Frage, was ist Gerste? Moment. Saat wählen. Da, Gerste. Okay. Ich würde aber mal behaupten, wir brauchen noch ein bisschen Saat, ne? Ich glaube 56%. Warte mal, wie groß ist das Feld? Auch 8 Hektar. Ist da schon wieder Unkraut drauf? Ey, nicht abkuppeln. So, fahren wir mal eben noch ein bisschen Saatgut holen. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Ich hoffe es ja mal. Und dann müssen wir zu Feld 68. Wo auch immer das ist, wird auch irgendwo da unten in der Ecke sein, denke ich mal. Das finde ich ganz praktisch, dass hier die Feldnummern, so, also dass die Felder quasi komplett so durchnummeriert sind, dass du da nicht großartig suchen musst. Also, wir waren bei Feld 70 gerade, also muss 68 irgendwo da in der Nähe sein. Das finde ich gut. Das gefällt mir. So, Moment, wo finden wir denn jetzt hier Saatgut? Paletten, Ballen. Hier, Pakete. Ist das Getreide? Ach so. Ah, nee, Moment, das ist so ein Ding. Das wollte ich nicht. So, Big Packs, Paletten. Kriege ich denn Saatgut hierher? Was haben wir hier? Kalk, Weizen. Hafer. Schweinefutter, Streusalz. Hier, Saatgut. Das ist die Frage. Kauf mal so ein Ding. Ist das denn jetzt das Gleiche? Also wir gucken jetzt mal. Ja, scheint funktioniert zu haben. Und wir haben Gerste ausgewählt. Jawohl, sehr schön. Ja, soweit so gut. Hat doch mal ganz gut funktioniert. Also Saatgut 900 Euro. Passt. So, 68. Ist das die 68? Ja. Okay, da müssen wir hin. Auf jeden Fall. Auf geht's zu Feld 68. Junge, nerv mir den Finger mir. Stimmt bei dir nicht. Voll ja Schmidt hier brüllen. Oh, warte mal. Kann ich nicht da lang fahren? Ah, Mann. So, wenn ich jetzt... Wo bin ich denn jetzt hier? Ah, okay, ist Jacke wie Hose, ob ich da oder da lang fahre. Also fahren wir schön über die Straße. Schön hier eine Onboard-Ansicht, warum nicht, ne?
Guck mal, wie der Stenz da hinter mir am Drücken ist, ey. Junge, mach mal keinen Stress. Trecker und Tour hier. Hier ist ein Trecker und Tour. Und auf geht's. Boah, Alter, da würde ich mal bescheuert, wenn ich hier die ganze Zeit so fahre. So, hier haben wir 71. Haben wir fertig. So, Gerste ist ausgewählt, ne? Jawohl. Spurreißer. Wofür ist der Spurreißer? So, hier haben wir die 70. Haben wir gerade gemacht. Also klar, um eine Spur zu reißen, wie der Name schon sagt, ne? Aber wofür ist das wichtig? Kann mir das einer erklären? Mir nicht schlecht. Ist das, damit ich ungefähr weiß, wo ich lang gefahren bin oder was? Also ich denke mal, das sind ja diese beiden blauen Ärmchen da an der Seite. So, warte mal, das hier müsste 68 sein, oder? Warte mal, was ist mal? Hier. Oh ja, guck an. Da sind wir doch schon. Moment, dann fangen wir auch da hinten an. Dreger der Kante. Bin ich aber gespannt, wie viel das jetzt verballert. So, zack. Stopp. So, Sämaschine aufklappen. Sämaschine senken, Sämaschine anschalten. Obwohl, warte mal, Sämaschine. Ich will noch mal einen Kontrollblick eben kurz machen, dass wir auch wirklich Gerste nehmen. Gerste. Jawohl, okay. Und an. Und auf geht's. Auf geht's, die Gerste aus Feldballern. Diese kleinen Steinchen da, die machen wohl nichts, ne? Die kann man liegen lassen, oder? Die brauche ich nicht jedes Mal dann einsammeln, oder? Was sind die denn da? Überall Stöckchen gesät. Okay, sehen dauert dann doch eine Runde länger. Das werden wir wahrscheinlich nicht alles in der Folge noch schaffen. Aber hey. Zack. Zack. Trotzdem machen wir schöne Screenshots. Ha! Läuft. Okay, 8 Hektar großes Feld, da wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, wenn ich eine größere Sämaschine gehabt hätte, ne? Naja gut, wir haben nichts Größeres aktuell. Und da ich mir die Gerätschaften da vergessen habe auszuleihen, müssen wir halt mit dem zurechtkommen, was wir haben, ne? Na gut, sollten wir hinkriegen, kein Problem, dauert halt was länger. Können wir ja nicht ändern, ne? Also könnten wir schon ändern, indem ich mir was Größeres ausleihe, aber Geld sparen. Weil, ne? Ich habe ja was da. So, Moment. Heben.
Zack. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier, so. Ja, so passt. Und ran da. Ein bisschen überlappen. Passt schon. Ja, läuft doch. Oh, noch rundum leuchtet, Disco-Beleuchtung an hier, zack. Damit die Leute auch sehen, hier wird gearbeitet. Man at work. Läuft. Dauert halt nur. Weil das Feld ist auch ziemlich groß, ne? Naja, aber egal, macht nichts, ne? Ich habe ja Zeit. Nee, Zeit habe ich eigentlich keine, aber ich muss mich ja hier nicht stressen lassen, ne? Also gar kein Problem. Das funktioniert doch trotzdem ganz gut, ne, würde ich sagen. Schön ist, hier sieht man halt, wo man lang gefahren ist, ne? Und dann haben wir wieder einen Tag geschafft. Oh, läuft doch. Ich bin mal gespannt, wenn ich meinen Krempel da ernten kann. So, das sollte man heben. Der Trecker könnte mal gewaschen werden, ne? Sieht aus wie Sau, das Ding. Zack und zack. Und weiter geht's bei Hit nach Hit. Wir kommen nun zum nächsten Sähvorschritt. Irgendwie sehe ich voll wenig. Machen wir mal Licht an hier. 13.30 Uhr und es wird schon dunkel. Was ist da los? Ja gut, ist Dezember, ne? Ist halt Winter. Erstmal hier klarkommen, ne? Okay, das wird auf jeden Fall länger dauern, bis ich hier fertig bin. Safe. Naja gut, was willst du machen? Ich hätte mir definitiv eine größere Maschine dafür ausleihen sollen. Na, ist egal. Ist egal, kriegen wir trotzdem hin. So, zack. Und hoch damit. So, dann wollen wir mal eben schnell schauen. Das soll doch jetzt eigentlich ganz gut aussehen, oder? Genau. Jawohl, sehr schön. Okay. Naja, sehr schön ist weit hergeholt.
Alter Schwede, das ist ein dünner Streifen. Ach du Schande, ey, da brauche ich ja 100 Jahre für. Ups. Ja, gut, egal. Kriegen wir trotzdem hin. Passt. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal ein Folgenende. Ich mache das schon mal hier fertig. Und ja, dann schauen wir mal. Zack, zack, so. Und ja, dann werden wir in der nächsten Folge oder im Stream, je nachdem, mal schauen, was wir als nächstes dann auch machen werden. Was uns da noch für Aufträge erwarten und wie wir hier vorwärts kommen. Vielleicht kann ich bis dahin schon mal ein neues Feld kaufen oder so, mal sehen. Ich weiß ja nicht, was so ein Feld kostet und wie sowas funktioniert, aber das kriegen wir alles raus. Dank eurer Hilfe werde ich das mit Sicherheit rauskriegen. Und ja, dann schauen wir mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr wisst, wie es funktioniert. Kommentieren, bewerten und natürlich auch gerne ein kostenloses Abo da lassen. Vielen Dank dafür. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder oder im Stream. Und dann schauen wir mal. Bis dahin. Ciao, ciao.